Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer nachgespielten WM 2014 in Brasilien. Wir spielen das Ganze mit Pro Evolution Soccer 2014. Der Crazy ist wieder mein Gegner. Yeah. Dieser ist Uruguay, ich bin der Onkel und ich bin England. Was? Das war gerade komisch. Ja, ich bin Uruguay, du bist der Onkel. So leid es mir tut, dieses Ding jetzt hier wird nicht gestreamt. Ich kann ja nochmal. Also, ich schalte jetzt hier nochmal kurz an. Ja, mach doch nichts. Mach doch nichts, also. Weil das nörgelt hier ständig mit irgendwelcher Frameszahl. Ja, das kommt aber abgelenkt aus dem Stream. Ich scheiß da jetzt erstmal auf den Stream, ob da die Aufnahme ist da. Ja, jetzt nurgels nochmal. Okay. Jetzt ist auch der Stream da. Stream geht los, ja. Hast aber auch alles aktiviert, ja, dass man mich auch hört, ja. Kannst gerne reinhören. Zur Überprüfung. Ich frag ja nur. Eigentlich ja. Jo. Da. Ah, sicher, ne? Bevor wieder. Ja. Scheiße, nochmal aufnehmen müssen und das dann auch wieder. Doof. Uruguay hat ihn sich zurückgeholt. Jo. Mann, nö. Du bist doch mal rangekommen. Jo, bist du. Mal wieder reingekommen, hier. Boah, ganz stark, volles Tackle, Alter. Passweg erahnt und zugestellt hat. England ist dann nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Klasse antizipiert, schön, wie er da den Weg zustellt. Wow. Und er schießt. Oh, au, das hat mir jetzt gesehen, Alter. Der ist voll in die Knie gegangen. Alter, das sah aus. Sturridge. Er steckt ihn durch. Schade. Oh, zu weit. Viel zu weit. Abgefangen. Luis Suarez. Versucht die Gasse. Ach Scheiße, was mache ich denn? Freunde, so ich habe keine Ahnung. Ich wollte einen normalen Pass machen. Jetzt ist Übersicht gefragt. Gut gemacht, gut abgefangen. Sturridge. Stark verteidigt. Cavani. Jetzt vielleicht die Chance. Im letzten Ach, Moment Sau. Geht einer dazwischen. Welbeck. Alter, deine Spieler fliegen tief. Wie? Der Ball ist im Aus. Du hast doch gerade vorbeigeschlittert bei mir. Ich? Dein Typ. Luis Suarez. Boah. 2 gegen 1, unfair. Wow. Und er haut das Ding vor. Gutes Defensivverhalten. Er kriegt den Ball. Und bitte. Oh. Er lenkt ihn vorbei. Oh, schön. Versehentlich, aber war schön. Wird die Ecke treten. Aha. Ein schönes Ausversehen. Das auch. Und weg ist der Ball. Und jetzt Welbeck. Lampard. Wow. Jetzt. Du hast es gemacht? Nee, ich. Du. Och, natürlich. Ein Schuss ist auch ein Foul. Das haben wir ja schon letztes Mal gelernt. Manchmal, aber nur manchmal. Ach, ich mach's jedes Mal. Hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber Nein. Die Ausführung, oh. Die lässt zu wünschen übrig. Dachte, jetzt pfeift er. Foul. Und weg ist die Kugel. Boah. Das war in der Tat jetzt pfeift er. Und deshalb gibt's den Freistoß. Alter. Ich voll hingelatzt.
Faul, faul! Alter, was war denn das? Jetzt Rooney. Mann! Ach, du hast ja den scheiß Rooney. Schon läuft der Gegenangriff. Der Ball kommt durch. Und er ist immer noch am Ball. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Und mit den Tatzen wehrt er den ab. Setzt sich hier gut in Szene, aber der Abschluss. Das ist seine Stärke. Über die Außen kommen, dann in die Mitte ziehen, dann zum Abschluss kommen. Die Chance war da, der Treffer ist nicht gefallen. Oh, Alter. Chance zu flanken. Da ist die Flanke. Ah, gute Verteidigung. Und jetzt versucht er. Boah. Der war noch aufgezogen, Alter. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. So. Aber hätte ein Spieler da nicht gestanden, eben, Alter. Ich glaube, das wäre ein Jäger, eventuell. Ja, nicht gesund gewesen. Luis Suarez. Das auch. Er versucht ihn da durchzuspielen. Boah. Alter. Foul. Das war ein Foul. Ach, das pfeift da. Ja, die Pfeife. Ach, guck mal, er ist tot. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb und damit ist er gut bedient. Die Pflaume. Phantomschmerz auch bei uns beiden hier oben. Also er kauft bei PES 15, dass da mal neue Animationen dazukommen. Weil das ist echt, ja, ne? Ist schon. Nur die Zähne halt. Die ist richtig. So, wo schießen wir denn hin? Am besten zu deinem Spieler. Okay. Da laufe ich denn vorbei? Jetzt Rooney. Er ist ein klasse Stürmer, Kacke. Der für Torgefahr pur steht und sie lassen ihm alle Freiheit der Welt im 16 Meter absolut unverständlich. Deiner wollte den Ball nicht haben. Sturridge. Mein Mann kommt wieder rein. Passweg geahnt und zugestellt hat. Etwas. Wellbeck. Wechselt doch nicht immer den Spieler. Schickt ihn an die Grundlinie. Na, no, Rudi, wo bist du? Mich hat der Schiri immer den Spieler abgehalten. Och, er schießt immer viel zu weit. Klasse Stürmer, der für Torgefahr pur steht und sie lassen ihm alle Freiheit der Welt im 16 Meter Raum. Absolut unverständlich. Nein, das war kein Foul. Und er versucht's einfach. Ach, Alter, was ist denn das hier für ein Spiel? Irgendwie hab ich cool Kontrolle über meine Leute. Was ist denn? Antizipiert schön, wie er da den Weg zustellt. Merkst du schon, wie ich dich manchmal ganz schön ausspiele, ne? Also um dich rumspiele. Was ist denn, warum? Da kommt die Hereingabe. Die machen, was ich will. Wow! Ach, vorbei! Alter! Ach, der ging vorbei! Alter, was ein Ding! Leck mich! Alter, ich dachte, der ist drin gewesen, Alter! Alter! Der ging durchs Netz durch! Der war richtig knapp, Alter! Luis Suarez! Durch die Abwehr! Boah, immer! Nein! Da ist er nicht richtig an den Ball. Alter! Er muss gehen! Oh, oh. Seine zweite gelbe! Ach, das war der! Nein! Rot! Der, ja, ja. Wenn er verwarnt ist, sollte clever genug sein, eigentlich. Und so ein Zweikampfverhalten vermeiden. Böser! Böser Uruguayaner! Böser! Uruguayaner! Nein! Schlampiger Pass! Ohne Probleme, abgefangen. Och, den machen sie immer zu weit. Warum? Ich drück nur ganz kurz und. Ey, Arschloch. Wo laufe ich denn hin?
Alter. Das gibt's doch nicht. Und jetzt Rooney. Rooney schießt! Oh. Nix, Rooney. Er flankt. Ach du Scheiße. Das haben sie riskant gespielt, aber es ist gut gegangen. Er stand tatsächlich soeben im Abseits. Das ist eine Zentimeterfrage. Diesmal wurde sie gegen. Ich sag ja, das, die zählen hier alles als Abseits. Gut. Das war noch nicht mal ein Pass. Und abgefangen. Nee, der Ball ist weg. Und jetzt Rooney. Und dann ist Endstation. Kannst mich mal. Bei Cavani. Ey, ich trinke nur ganz kurz, ne? Ist wieder im Ballbesitz. Ah. Ganz stark, wie er da den Passweg erahnt und zugestellt hat. England. Hä? Ich hab den gehabt, das ist ja beschiss. Er antizipiert schön, wie er da den Weg zustellt. Ja, nur dieselbe Kacke. Cool. Hä? Siehste? Was? Alter, was mach ich denn hier? Den Passweg erahnt und zugestellt hat. Oh. Luis Suarez. Eieiei, was mach ich denn? Allerdings hat's nicht dafür. Was mach ich denn? Ich hab keine Ahnung. So knapp. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal. Also schlecht war der gar nicht. Aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Der war halt nur daneben. Guck mal, ich hab einen Odin. Heißt halt hier Godin. Luis Suarez. Lampard. Hat ihn wieder. Hui! Boah! Lampard. Jetzt beginnt die Nachspielzeit. Glenn Johnson. Flanke! Nur oh, er hüpft, er springt nicht. Das waren die ersten 45. Allein rumgebullt hier bei dem Spiel. Übel. Und dieses eine scheiß Tor, Mann. Kotzt mich an. Wegen den Stream-Zuschauern, die sowieso nicht zuschauen. Ja, was hat das Tor jetzt mit dem Stream zu tun? Ja, weil ich da gerade am Stream rumgefummelt habe, wo du es geschossen hast. Hab ich doch gesagt. Ja. Da hast du Geld. Bitteschön. Nee, schön, danke, aber voll Blutgrätsche hier. Scheiße. Aber siehst du das? Ja, der war total scheiße. Das gibt's nicht. Er nimmt den weiten Weg. Rooney! Rooney schießt! Oh. Au! Oh! Was? Ach so, da. Das wäre jetzt gewesen, Alter. Abseits an der Linie. Alle haben auf den Ball gewartet, bis er wieder runterkommt. Wirft mir einfach in die Ball rum, glaubst du? Der kommt richtig lang. Da waren sie sich wohl nicht ganz einig. Wer ist denn der Sturige da? Fritsche, Storage. Wer? Sturige. Das ist ein ganz gefährlicher Ballverlust an Storage. Oh, was macht. Geht doch hin! Und jetzt Welbeck. Flanke nach innen! Boah! Den hab ich voll erwischt. Was ist denn hier los? Nein. Och nein! Nein! Ja! Alter, was ist denn hier los? Ja, der Torwart überhaupt nicht reagiert gerade bei mir irgendwie. Was? Der hat dreimal gehalten? Zweimal. Ja, der hat ihn zweimal fallen gelassen. Wie will er uns ihn halten, Alter? Up to you, Hansi.
Ja, indem man festhält. Na, oh, willst du verarschen? Alle erstmal einmal, oder? Weiß, was das hier für ein gefährlicher okay. Spieler ist. Nur die, die da unten zuschauen. Boah, die haben das einmal alles eingelassen. Das war jetzt ein Ding, ey. Genau an die Ecke, ne? Ich fand übelst gut reagiert, oder, Dorman? Von wegen Pfosten, Latte, ja, genau an die Ecke. Alter, was ist das halt für ein Spiel? Ey, übel. Alles wieder auf Anfang. Der Ausgleich, ein neuer Stand der Dinge. Und ich bin schon gespannt, wie die beiden Mannschaften, wenn sie sich erstmal auf diese neue Situation einstellen. Immer stellt sich da einer davor, kann ich machen, was ich will. Meine machen das nicht. Komm hoch. Beide rutschen sie dahin. Der Storage ist nervig. Wer? Der Storage, mein Stürmer. Nee, so nicht. Oh, Inge. Wow. Rodriguez. Hier ist Sackgasse. Nein. Ein Foul, ziemlich eindeutig. Ja, komm, Alter. Komm, Alter. Auch wenn ich mir den Trainer so angucke, darüber wird nach dem Spiel noch zu reden sein. Das war. Gib dem wir gleich rot, ich glaub das nicht. Das wird Schiri, Alter. Uiuiui, jetzt artet die ganze Geschichte hier in einem Handgemenge aus. Da kommt er zu sehr in Rücklage. Wo willst du denn hin? Ja, also du ins Tor wolltest mit dem Ball? Eigentlich. Nee, ich wollte hinten den alten, der hat da immer einen Finger zeigt, den wollte ich abschießen. Achso. Na dann. Und den habe ich halt nicht getroffen. Cavani. Traurig. Och, siehst du, ey, das gibt's nicht. Jetzt Rooney. Rooney! Jetzt treibt er den Ball nach vorn. Da treibt er den Ball weit. Oh, immer zu weit. Das gibt's doch nicht. Ich tritt nur ganz kurz, aber du schießt ihn sonst wohin. Holt ihn sich im Handumdrehen zurück. Das kann man besser lösen. Storage. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Kann ich doch voll geben, Alter. Beschiss! Bam! Unglaubliche Comebacker-Qualitäten, die diese Mannschaft hat. In einem solchen Duell kann ein Torhüter praktisch nicht gewinnen. Trotzdem war es abseits. Hä? Klar, standst da ganz allein, Alter. Hä? Dein Abwehrspieler ist stehen geblieben. Ne, ne, und, aber trotzdem, ich war doch davor dein Abwehrspieler. Abseits, bloß weil ich alleine lauf. Und deine Abwehr schläft. Nicht in der Wühe. Jetzt sind sie vorne. Der Typ hat's einfach drauf und das hat. Die ganzen Spieler sind gerade am Pennen. Einmal mehr bewiesen. Du darfst faulen, ne? Du darfst nicht, ich nicht, ich krieg gleich eine rote Karte. Nein. Klasse antizipiert, schön wie er da den Weg zustellt. Ey. Den hat er sich schön geholt. Ich bin gespannt, was er daraus macht. Och, wie passt denn der hin? Ist wieder im Ballbesitz. Für dieses Vorspiel gibt's den Freistoß. Keine Verwandlung. Boah, jetzt greife ich doch nicht ständig an, Alter. Ich hab gar nichts gemacht. Jedes Mal greift ihr mich an hier. Du mich. Ist das vielleicht schon zu weit weg für den direkten Versuch? Vielleicht wäre er besser beraten, es mit einer Hereingabe zu kosten. Mist. Und er klaut ihm das Leder. Oh. Sie suchen nach Räumen. Ball vor Tor. Das gibt's doch nicht. Genug. Nur die Hereingabe war nicht gerade das Gelbe vom Ei. Da kann er sich lösen. Es sieht gut aus.
Schon wieder Abseits, das gibt's doch nicht. Der ich hab den, ey, willst du mich verarschen? War da kein Abseits, ich stand hinter deinem Spieler. Und hab den ausgespielt, also du bist ein Kunde. Abseits. Nein, war kein Abseits. Stand nur ganz allein. Dein Spieler war da noch davor, den hab ich ausgespielt, Junge. Jetzt kann er die Flanke bringen. Da verliert er das Leder. Och, die machen hier nicht mehr, Alter. Ich soll knicken hier. Du, kein Abseits. Bin gerade vorbeigerannt. Rudy Rooney. Und die Befreiung durch Arevalo. Nicolas Lodero spielt das Ding lang. Ach, was macht er denn? England. Der doof? Hat ihn sich zurückgeholt. Lampard. Hallo. Hallo. Scheiße. Aber ich glaube ich. Achso. Was denn jetzt? Marcel wie bei mir vorhin. Ey. Wieder, ich habe hier Armkarte. Der pfeift alles, was ich mache. Egal, was ich mache. Wenn ich nur einen Finger zeige. Faul! Rot. Oh. Schade. Also. Wäre ich ein bisschen spitzer, dann wäre er drin gewesen, weil Rooney gerannt kam wie ein Teufel. Wie ein Teufel? Woher weißt du, wie der Teufel rennt? Durch die Abwehr. Weil ich Rooney gerade gesehen habe. Och. Jetzt ist Übersicht gefragt. Nee, da kommt er nicht durch. Oh. Ja, da war er ein bisschen zu hölzern. Das heißt, es gibt Freistoß. Hallo. Hallo. Was hattest du so? Ja, ich drück, aber er macht nichts. Ich hab ja gesagt, hier, mach mal einen Pass und macht aber nicht. Boah. Rudi. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Hm? Alvaro Pereira. Jetzt hat er die Chance. Ecke. Ich in Ecke. Luis Suarez an der Eckfahne. Direkt vor's Tor. Was das denn? Jetzt du sonst. Schön zu sehen, wie mannschaftsdienlich er das macht. Von Zeit zu Zeit kommt er immer wieder mit zurück, um die Verteidigung zu schützen. Arschloch. Das war mir in dem Moment jetzt scheißegal erstmal. Es scheint ihm nichts auszumachen, hinten aushelfen. Wieso? Du hast mich ja gerade gefällt, Junge. Ah, nee, das ist anders. Ja, das ist anders. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weite. Nein! Ich mach nicht. Keine Ahnung. Der war aufgezogen. Und bleibst du stehen? Ich dachte, der geht raus. Nicolas Lodero. Das könnte was werden. Nein! Das Ding haben sie liegen lassen. Ob sie das am Ende schön gespielt haben, interessiert niemanden mehr. Was zählt, ist das, was auf der Anzeigentafel steht. Was zählt, das sind die Tore. Sie müssen den Ball reinmachen. Alter, der wäre drin gewesen. Wenn ich gezielt hätte. Der ist schön durchgekommen. Er versucht ihn da durchzuspielen. Den hat er sich schön geholt. Ich bin gespannt, ja, was er noch macht. Ey. Das direkt versuchen. Der Gegner darf jetzt kein weiteres Tor einfangen. Und er probiert's. Schießt du auf die Mauer, das tut weh. Gute Distanz, gute Position, aber auch guter Torhüter. Ein Kopfball. Und er Alter. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Und jetzt Lampard. Oh. Da ist vielleicht die Schussmöglichkeit. Und jetzt aber. Storage schießt. Bäh. Das ist doch alles Schiss, Alter. Ich kann machen, was ich will. Die machen es einfach nicht. Einfach unhaltbar.
Na, bleibt einfach stehen. Natürlich, Ball annehmen, läuft nicht, ist nicht. Warum denn auch? Wäre ja Quatsch. Auch kein Ball. Mensch. Was ist denn das? Sag mal, in der Halbzeit sag ich schon. Ich soll mal holen. Was? Bitte? Ich hab gesagt, ich brauche Taschentücher, was ich denn mal holen? Nicht in der Halbzeit, sondern wenn es vorbei ist, das wollte ich sagen. Uruguay ist wieder im Ballbesitz. Aus der Aktion wird nichts. Uruguay hat ihn sich zurückgeholt. Was machen die denn hier? Machen normalen Pass und der schießt den sonst wohin. Alvaro Pereira. Oder ist der Ballverlust? Versucht die Gasse zu finden. Und einfach weit weg. Oh. Gibt's doch nicht. Und weg ist der Ball. Sogar bei mir pfeift er jeden Rotz, aber bei dir? Nö. Was soll er denn jetzt schon wieder pfeifen? Alvaro Pereira. Ja, diese Mini-Fouls pfeift er sonst auch immer. Weg ist die Kugel. Die Tür ist offen. Och, das kann ich doch vergessen. Schade. Was ist los? Gute Möglichkeit zu flanken. Gasse macht klar Schiff. Hallo. Ich laufe nach oben, er läuft nach unten. Eine Macke. Und jetzt Rooney. Da ist die Chance. Welbeck schießt. Der Pass kam genau richtig. Wer zählt denn der für einen Scheiß? Der sagt bei mir, Rooney schießt, aber er war Welbeck. Auch nicht schlecht. Genauigkeit, zumindest in dieser Szene nicht. Das Spiel ist vorbei. Uruguay ist wieder im Ballbesitz. Nicolas Lodero auf dem Weg in Richtung. Läuft in mich rein und Ball weg. Mach ich das, ist es gleich ein Foul. Du kotzen. Aber so kann man sich täuschen. Abgesehen vom Ergebnis ein durchaus unterhaltsames Spiel, viele Torgelegenheiten und viele feine Fußball. Was bleibt mir noch? Natürlich mich bei Hansi Küpper für die Unterstützung am heutigen Nachmittag zu bedanken. Okidoki, meine lieben Freunde, dann war's das hier mit dem Spiel. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Spiel auf Twitch und morgen bei GamersCheckGP. Bis dahin erstmal. Tschüss. Tschüss.